Seit einer Woche ist das Arcade-Rennspiel Inertial Drift vom Entwickler Level 91 Entertainment unter P-Cube Limited auf Steam erschienen. Es spielt in einer Retro-Kulisse der 90er Jahre und ist für 17,99 € erhältlich. Warum aber sollte ich mir genau dieses Spiel holen, wenn es doch Need for Speed oder Forza Horizon gibt? Kommen wir zum Gameplay. Zunächst einmal sollte man beachten, dass es keine Open World gibt. Nebst einer kurzen Kampagne, die man mit einem Fahrzeug in 2 Stunden durchgespielt haben sollte, bietet es noch andere Modi, die ich später weiter ausführen werde. Die Kampagne an sich ist insoweit unspannend und einfach gestreckt. Man kann sagen, dass sie fast gar nicht existiert. Wir fahren Rennen über Rennen und ob wir gegen die Ghosts gewinnen, ist völlig egal. Mit Ghosts sind übrigens die anderen Fahrer gemeint. Da sie unsichtbar sind, kann man durch sie hindurchfahren. Es scheint, als kann man oft nur verlieren, da man manchmal nur einen Fehler machen muss, damit der Gegner über alle Berge ist. Der einzige Unterschied zum desaströsen Flatout 3 ist dabei, dass das Gewinnen optional ist. Je nachdem, welche Zeit man fährt, bekommt man Gold, Silber oder Bronzerang. Dann geht es zu einer Cutscene. Man fährt dieselbe Strecke noch 3 Mal mit anderen Modi, beispielsweise Zeitfahren oder Driftpunkte sammeln, bevor es dann zum nächsten Gebiet geht. Es gibt eine Vielzahl an Charakteren im 2D-Look, mit denen man aber nur etwas Smalltalk führt. Eine richtige packende Kampagne gibt es nicht. Die Bezeichnung Tutorial trifft eher zu, da alles darauf hinausläuft, am Grand Prix teilzunehmen. Allerdings gibt es 16 Fahrzeuge, die alle unterschiedliche Fahreigenschaften haben, aufgeteilt in 3 Klassen. Um die anderen Fahrzeuge freizuschalten, muss man zunächst bestimmte Strecken in Gold absolvieren. Mit diesen Strecken kann man sich mit anderen Spielern online messen und deren Farbe etwas ändern. Kommen wir also zum Hauptgrund, warum dieses Spiel so anders ist als andere. Durch die Drift-Mechanik. Diese Twin-Stick-Mechanik ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich und muss erst einmal erlernt werden. Beim Controller beispielsweise kontrolliert man mit dem rechten Stick den Drift-Einschlag, mit dem linken kann man die Kurve zusätzlich anpassen. Gas im richtigen Moment wegnehmen und das generelle Timing aller Komponenten zusammen ist sehr wichtig, da man sonst schnell mal gegen die Bande knallt. Es bietet daher eine gute Abwechslung und eine Challenge, wofür man viel Zeit investieren kann. Noch zu beachten ist das Fehlen einer Minimap, wodurch man die Schärfe der Kurve oft nicht rechtzeitig erkennen kann. Dies wäre hier durchaus sinnvoll gewesen. Kommen wir nun als letztes zu Grafik und Musik sowie den Strecken. Das Setting ist südostasiatisch angehaucht. Neben großen Stadtstrecken bietet es Fahrten am Meer sowie im eisigen Gebirge und durch enge Wälder an. Die Retro-Grafik sieht sehr hübsch aus und es macht Spaß, die Strecken entlang zu fahren. Denn man hat bei einigen Strecken Tag, Nacht, Sonnenuntergang, Schneesturm oder Regen. Dabei werden die Soundeffekte deutlich. Während es im Tunnel nicht durchregnet, hören sich die Geräusche des Fahrzeuges gedämpft an, was sehr passend ist. Auch haben an manchen Strecken Matsch- oder Schnee-Soundeffekte. Auch so hört es sich sehr gut an. Was allerdings nicht so gut ist, ist der Hintergrundmusik. Sie passt meiner Meinung nach nicht zum Retro-Style. Ich hätte mir da mehr den 90er-Style gewünscht, Eurobeat oder das neu entdeckte Elektro-Genre wäre eher passend gewesen. Insgesamt ist es aber durchaus lohnenswert, sich dieses Spiel zu kaufen, da viele Aspekte der Drift-Mechanik sowie der Retro-Style diesem Spiel etwas Außergewöhnliches verleihen. Damit möchte ich mich bei P-Cube ganz herzlich bedanken, dass sie mir vorab einen Key für Inertial Drift zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. And added to that, there is no free driving, so to speak. So you had that Need for Speed that you could just drive in an open world game. So yeah, it's not open world. That's what I noticed. It's no open world. Oh, look at that! Platin! Don't get any points. Wow, okay.